So sieht eine Landesstraße in Brandenburg aus. Wer hier entlangfahren muss, der sollte starke Nerven haben. Die L271 zwischen Tantow und Hohenreinkendorf ist eine wahre Katastrophe, finden diese Leute. Seitdem hier der Transitverkehr von Schwedt nach Stettin umgeleitet wird, ist die 3 Kilometer lange Strecke nur noch eine Buckelpiste. Wir haben wirklich Absätze außerhalb der Ortschaften von bis zu 30 Zentimetern, sage ich mal, wo das Parkett nicht mehr existent ist. Autos fahren rein, sacken ab, müssen abgeschleppt werden. Innerorts ganz immense Beeinträchtigungen, Schülerverkehr, Sicherheit für den Schulweg. Seit 8 Wochen läuft hier der Umleitungsverkehr, denn die Bundesstraße 2 in Garz wird gerade saniert. Eine andere Strecke würde einen Umweg von 21 Kilometern bedeuten. Viele Lkw nutzen die L271, um Maut zu sparen, meinten dadurch die nahegelegene Autobahn 11. Die Anwohner sind nur noch genervt. Das geht eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich werde von Bürgern, von Anwohnern angesprochen, die mir ihre Angst mitteilen. Die sagen, wir haben Angst, jetzt einfach nur noch nach Schwedt zu kommen. Wir haben teilweise in der Anfangsphase einen Lkw nach dem anderen gehabt. Es klappert, es ruppelt und die Lkws haben kaum Möglichkeiten, auch aneinander vorbeizukommen. Probleme gibt es auch beim Nahverkehr. Zum Glück heißt es, aus dem Busunternehmen seien nur Spiegel bisher zu Bruch gegangen. Selbst der Rettungsdienst könnte hier nur schleichen. Also wenn man hier mit dem Rettungswagen langfährt, dann müssen die Leute schon aufpassen, dass sie den zu retten nicht aus dem Auto verlieren. Ne? Nicht das erste Mal werden die Fahrspurränder wieder notdürftig gepflegt. Den Anwohnern ist das zu wenig. Wir brauchen für das Jahr sichere Wege für die Bevölkerung, sagen wir, für den Verkehr, der hier ist, für die Bürger. Und brauchen mittelfristig heißt hier eigentlich schon nach dem Ende der Umgehung, brauchen wir hier einen grundhaften Ausbau. 9 Monate werden die Bauarbeiten an der Bundesstraße 2 noch dauern. Bis dahin müssen sie hier weiter Schlangenlinien fahren.